Hallo. Ich möchte jetzt kurz was erzählen über das Bündnis Zwangsräumung verhindern. Genau, wer sind wir? Wir sind ein Bündnis aus Menschen, die vor dem Verlust ihrer Wohnung stehen, die vor der Zwangsräumung stehen, aus Menschen, die sich engagieren gegen steigende Mieten, gegen Verdrängung, gegen die soziale Frage in der Stadt stellen und das oft auch alles zusammen sind. Wir sind halt das Bündnis Zwangsräumung verhindern. Und was ist unser Ziel? Der Name sagt, wir wollen Zwangsräumung verhindern. Ganz konkret, ganz praktisch wollen wir, dass Menschen nicht zwangsgeräumt werden. So, das ist erstmal wichtig und die Grundlage. Und die zweite Sache ist, wir wollen natürlich auch thematisieren und ansprechen, womit das alles zu tun hat. Eben mit steigenden Mieten, mit den Mechanismen der Verdrängung, mit den Akteurinnen und Akteuren des Profits, die Leute, die der Meinung sind, dass sich eine Stadt so entwickeln muss, wie sich Berlin gerade entwickelt, nämlich immer dem Kapital nach. Und natürlich auch sozusagen den Zusammenhang insgesamt sozusagen aufzeigen, dass es natürlich um die kapitalistische Stadt geht, dass es darum geht, dass mit Wohnung Profit gemacht wird und alles das, wo halt das Kapital sich immer wieder gegen den Menschen durchsetzt. Warum aber genau Zwangsräumung? Weil es so ist, dass immer mehr Menschen sagen, ihnen reicht's. Sie wollen sich eben nicht mehr still und leise verdrängen lassen, sie wollen sich nicht zwangsräumen lassen und sie wollen das halt statt still und leise, laut und öffentlich tun. Deswegen, genau, dafür muss es auf jeden Fall den größten Applaus geben. Und natürlich geht es bei dem, was wir dann tun, in erster Linie darum, ich habe schon gesagt, dass die Menschen in ihrer Wohnung wohnen bleiben. Aber es geht auch darum, dass ein Zeichen praktischer Solidarität gesetzt wird. Dass eben nicht nur gesagt wird, wir sind gegen Verdrängung, sondern dass wir auch aufzeigen, wenn wir uns organisieren, im Haus, in einem Bündnis, in Gruppen, können wir es tatsächlich schaffen, Zwangsräumung zu verhindern und somit eben praktische Solidarität entwickeln, die wir vielleicht noch ganz zu ganz anderen Formen bringen werden. Und als drittes sagen wir immer, dass Zwangsräumungen eben die gewalttätigste Form der Verdrängung sind und wollen damit sagen, dass es natürlich uns um Zwangsräumung geht, aber wir das halt wirklich auch als Spitze des Eisbergs sehen und dass es natürlich auch darum geht, Menschen zu unterstützen, die kurz vor der Wohnungslosigkeit steht, die Terror mit Vermieterinnen haben. Insgesamt sehen wir uns halt auch als Teil einer Bewegung in der Stadt, die auf den Plan getreten ist, um eben diese kapitalistische Stadtentwicklung zu stoppen. Ja. So, wie arbeiten wir und was sind unsere Mittel? Es ist so, das ist auch wieder quasi der Grundsatz, wir versuchen, wenn wir von einer drohenden Zwangsräumung erfahren, versuchen wir zu gucken, was können wir tun, damit die Menschen in ihrer Wohnung wohnen bleiben können. Und dann haben wir eine relativ breite Palette an Mitteln, die wir halt einsetzen können und die auch offen ist und immer noch erweitert werden kann. Aber wir suchen natürlich als allererstes immer das Gespräch, wie wir das auch hier gemacht haben bei Wolfgang Schröder, um zu sagen, sag mal, willst du vielleicht nochmal kurz drüber nachdenken, dass hier eine Familie obdachlos wird, dass es total schwierig ist, jetzt noch Wohnungen zu finden, vor allem in Neukölln, wenn man da wohnen bleiben will, wo man schon seit 20 Jahren wohnt. Und dann kommen manchmal so Antworten wie, ist mir doch scheißegal, wie hier von Wolfgang Schröder, und dann müssen wir halt gucken, was wir sonst machen. Wir gehen dann an die Öffentlichkeit, wir schreiben offene Briefe an die Politik, an Wohnungsbaugesellschaften, wir machen hier Kundgebungen, um zu zeigen, wir lassen uns mit sowas nicht abspeisen, mit einem ist mir doch scheißegal. Wir kommen auch mal unangemeldet mit 20 Leuten und machen Go-In. Wir versuchen ein bisschen zu nerven, wir machen Demos, Kundgebungen und als letztes Mittel, manchmal groß, manchmal klein, manchmal angekündigt, manchmal nicht, versuchen wir auch praktisch per Sitzblockaden Zwangsräumung zu verhindern, indem wir uns, wenn die Gerichtsvollzieherin anrückt, mit der Polizei im Schlepptau vor die Häuser setzen und sagen, ihr kommt hier nicht durch und ihr müsst halt schon wenigstens durch uns durch, wenn ihr hier eine Zwangsräumung durchprügeln wollt. So, mit wem haben wir es zu tun? Das ist wirklich interessant, weil, also wir sind, genau, das habe ich vergessen zu sagen, wir sind seit über einem Jahr mittlerweile aktiv, haben mit
die genaue Zahl wissen wir gar nicht, aber mittlerweile mit relativ vielen Menschen zu tun gehabt und die sind auch Teil des Bündnisses, die halt von Zwangsräumungen bedroht waren oder sind, haben eine ganze Menge an Erfahrung gesammelt und es ist echt interessant, weil man hat einfach mit allen zu tun, man hat zu tun mit ignoranten Privateigentümern, die halt wie gesagt hier sitzen und sagen, ist mir alles scheißegal, ich möchte meine Wohnung für das Doppelte neu vermieten, die Situation derer, die da jetzt wohnen, interessiert mich nicht. Wir haben zu tun mit öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, die eben eigentlich genauso handeln und denen es darum geht, auch aus ihren Wohnungen das Maximale an Profit rauszuschlagen. Dazu sind sie ja sogar verpflichtet vom Land Berlin. Eigentlich nicht die Aufgabe einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft, aber gut, das entspricht eigentlich nur der Logik des großen Ganzen. Wir haben zu tun mit dem Jobcenter, was halt wirklich in erstaunlich häufig wirklich auch Zwangsräumung verursacht, weil halt irgendwie diese Maschine des Jobcenters so ewig malt, so ungerecht malt und dann wird halt mal 3 Monate nicht die Miete überwiesen vom Jobcenter und dann fliegen die Leute deswegen auf die Straße und die können gar nichts dafür. Die erfahren halt erst durch ihre Kündigung, dass das Jobcenter seit 3 Monaten die Miete nicht überweist. Und das geht nicht, das ist halt sozusagen staatlich produzierte Verdrängung. Wir haben zu tun mit Gerichten und einer Rechtsprechung, die eindeutig auf der Seite des Kapitals und der Vermieterinnen sind, die halt auch in steigendem Maße, und wir haben auch eine Vermutung, wir glauben, dass Richterinnen auch eher Eigentümerinnen sind, als sozusagen zur Miete wohnen, das würde sozusagen auch passen, halt eigentlich strukturell tendenziell immer gegen die Mieterin entscheiden. Wir haben natürlich zu tun mit einer Landespolitik, die hier 10 Jahre lang keine Wohnungspolitik gemacht hat, also sozusagen eigentlich eine Wohnungspolitik fürs Kapital, die jetzt so ein bisschen tut, was zu machen, was aber alles nichts nützt. Wir haben zu tun mit einer neuen Mietrechtsnovelle vom 1. Mai von der schwarz-gelben Bundesregierung, die halt auch zum Beispiel das Zwangsräumungsverfahren sehr stark vereinfacht hat. Ihr seht, letztendlich sind es halt überall verschiedene Stellen, staatlich, privat, Kapital, Behörde, die hier für Zwangsräumung verantwortlich sind. Und als letztes fällt mir gerade ein, weil ich sie sehe, wir haben natürlich auch mit der Polizei zu tun, die halt im Zweifelsfall das Kapitalinteresse und die Zwangsräumung durchprügelt. So. Genau, und das sind sozusagen... Das muss ja nicht so bleiben. Das genau, also vielleicht kommt es ja irgendwann mal dazu, dass da irgendwie sich was abspielt im Kopf und die Leute sagen, das ist uns auch zu albern, wir machen das jetzt nicht mehr. Hausbesitzer. Weiß ich. Genau, also mit den Leuten haben wir zu tun und das sozusagen, die greifen wir an und thematisieren wir. Und jetzt die letzte Frage, was schaffen wir? Es ist sozusagen so, dass sich halt kontinuierlich immer mehr Menschen bei uns melden, die von der Zwangsräumung bedroht sind. Das ist schön, das war vor 2 Jahren nicht so. Leider können wir halt nicht alle Zwangsräumungen verhindern. Das ist sehr schade und hinter jeder Zwangsräumung, die durchgeführt wird, steht halt sozusagen danach eine Obdachlosigkeit in den meisten Fällen. Da müssen wir einfach denken und natürlich Rosemarie Fließ wurde auch schon angesprochen. Aber wir schaffen es auch in rund einer Hälfte der Fälle, Zwangsräumung zu verhindern. Dass es halt jetzt in der letzten Zeit nicht so oft Blockaden gibt, hängt oft damit zusammen, dass tatsächlich die Zwangsräumung schon im Vorfeld, manchmal knapp, manchmal nur durch einen offenen Brief, manchmal durch eine Aktion, vielleicht durch eine Kundgebung, verhindert wird. Und das zeigt, dass halt das, was wir tun und vor allen Dingen das, was wir hier tun, der Druck der Straße, den wir aufbauen und die Solidarität, die wir organisieren, Wirkung zeigen kann. Lasst uns da weitermachen und ihr könnt einfach die Augen und Ohren offen halten, ob ihr Menschen in eurer Nachbarschaft irgendwie trefft, die auch von der Zwangsräumung bedroht sind. Ihr könnt halt zu den Aktionen kommen, ihr könnt euch auf die SMS-Liste eintragen, falls es wieder eine Blockade gibt, werdet ihr informiert. Und so können wir versuchen, dass das zu dem schon mal zitierten vielleicht Flächenbrand wird, vor dem die Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel Angst haben. Ja, das war's.